Ja, sage mal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wir sind in der Kanalisation. Wir wollen so schnell wie möglich aus Jena heraus, denn wir haben... Aua. Was ist das denn? Was ist das für eine Schlange? Also, ja, wir haben, wie soll ich sagen, was vor. Nämlich was Größeres. Nee, oder? Aber ist egal. Also wir wollen, ich weiß gar nicht, wollen wir hier hoch? Ja, können wir eigentlich. Warum auch nicht? Ja, der. Solange wir hier, wie gesagt, keine Gefangenenkleidung anhaben, sind wir dieser Person hier scheißegal. Und auch der anderen Person, der sind wir sowieso scheißegal. Von dem her halb so wild. Jetzt sind wir wieder hier. Nach wie vor. Ah, ich vergaß zu sagen, ja, in der. Ich habe ja im letzten Video erwähnt. Ich hatte wieder beim Aufnehmen ein kleines Tonproblem mit dem Mikrofon. Was heißt kleines Tonproblem? Wenn das Mikrofon schlicht und ergreifend keinen Ton aufnimmt, dann ist das ein großes Problem. So, ich habe nun, wer es noch nicht gesehen hat, hier so ein bisschen dran rumgebastelt und habe mir mehr oder weniger ordentliches Konstrukt erschaffen. Ja, welches so bis jetzt auch gut funktioniert hat, was, wie ich finde, sogar vom Klang her sogar noch ein Ticken besser ist als das Original Teufel-Mikrofon, das zum Headset gehört. Aber das ist ja jetzt mal meine eigene, sage ich jetzt mal, Empfindung. Was ich jetzt gerne noch gemacht hätte, beziehungsweise gesagt hätte, es gibt hier noch dieses gelbe Fahrzeug am unteren Bildrand, damit kann man zu einem sogenannten Stein der Finsternis fahren. Da kann man auch was drauf lesen. Allerdings will der auch was von uns wissen und das wissen wir noch nicht. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wie und wo ich das rausfinden soll. Muss ich vielleicht doch zuerst zurück nach... Nein. Aber es ist möglich, dass ich vielleicht sogar doch zuerst... Nee, ich war am Hamalai, das hatte ich ja gesagt. Da wurde mir gesagt, auf die Rebellionsinsel wird man mich nur lassen, wenn ich das Symbol der Rebellion bei mir trage, eine schwarze Flagge mit weißem Totenkopf, was ja die Piratenflagge aus dem Museum wäre. Diese muss ich jetzt natürlich irgendwie stehlen. Ich weiß auch wie, ich weiß nur nicht, wie ich den Moment triggere, in dem das Museum quasi in Alarmbereitschaft geht. Und ich dann dort quasi mich mittels meines tollen Jetpacks fortbewegen muss, um den Boden nicht zu berühren, weil dann sofort Alarm ausgelöst wird. Ich weiß aber wirklich gerade nicht, wie ich diesen Moment triggere. Ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie im Internet nachgucken, weil ich habe es ja, wie gesagt, schon zweimal durchgespielt, das Spiel in meinem Leben. Ich habe es ja seinerzeit auch irgendwie rausgefunden. Ne? Das heißt, es muss jetzt auch irgendwie gehen. Es sei denn natürlich, ich muss jetzt schon hin. Diese Flagge stehlen, woraufhin der Alarm ausgelöst wird und muss mich dann nach draußen bewegen. Das wäre natürlich das Allereinfachste, ne? Das probiere ich jetzt auch mal aus. Das ist es bestimmt auch. Das ist das bestimmt auch. Allerdings wird die Flagge ja von einem netten Herrn in Uniform... Oh Gott, jetzt habe ich das dann natürlich... Da muss ich raus wieder. Da muss ich definitiv raus. Ich gehe mal unten. Genau, und fahre dann wieder damit hoch. Weil ich muss dann hiermit wieder nach unten fahren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also jetzt aber erstmal gucken. Dass ich den Kameraden da wegkriege. Okay,
Okay, also es ist nicht. Es ist nicht so einfach. Ja, sind wir wieder hier. Kennen wir alles schon. Zu Genüge. Ich sehe mich, glaube ich, demnächst gezwungen, hier doch mal irgendwie zu googeln, wie es hier weitergeht. Ne? Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, wie ich es triggere. Ich muss meines Wissens auch noch mal in mein Zuhause. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal. In meiner Wohnung oder in meinem Haus sollen wohl noch Sachen von der Rebellion für mich versteckt worden sein. Deswegen gehen wir jetzt auch einfach mal. Wo sind die? Da, Zitadelleninsel. Mal gucken, was wir davon haben. Es ist ja nur leider echt nicht so, dass ich mich an jedes Detail erinnern kann, was ich in diesem Spiel zu tun habe. Auch wenn ich es in meinem Leben schon zweimal durchgespielt habe, aber es ist, wie gesagt, viele Jahre her. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ah! Moment! Es könnte sogar sein, meine lieben Freunde, dass mir mein jetziger Fortschritt hier schon hilft. Dieser Raum enthält Informationen und Waffen, die im Laufe von Generationen gesammelt wurden, um dem Erben zu helfen, der eines Tages inmitten unserer Familie bestimmt wird. Der Schlüssel dieses Raums wurde von Generation zu Generation vererbt. Jedoch war unser Urahn Hegesippe der letzte Verwahrer dieses Schlüssels. Er kam während einer Reise auf hoher See ums Leben, als Opfer des schrecklichen Piraten Einauge. Heute weiß niemand, wo sich Einauges Schatz, der sicherlich diesen Goldschlüssel noch enthält, befindet. Aha. Okay, also in dieser Schatztruhe, die wir schon angestarrt haben, befindet sich ein Schlüssel. Und ich bilde mir ein. Ich kann jetzt aber auch nicht einfach zurück ins Museum und da den Schlüssel rausnehmen. Oder kann ich das? Es wäre fast zu einfach, ne? Ich werde jetzt dennoch nochmal in mein Haus gehen. Sachen, die da hier versteckt sind, das haben wir jetzt gerade geklärt. Die sind alle da in der Höhle. Allerdings braucht man dafür einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel liegt wohl im Schatz von diesem Einauge-Piratentyp, ne? Und diesen Schatz haben wir ja auch schon gesehen. Aber wir konnten halt in dem Moment nichts damit machen. Jetzt kann es natürlich sein, erst wenn uns das Spiel die Info gibt, dass da ein Schlüssel drin ist, können wir dort auch einen Schlüssel entwenden. Ah ja, gut. Bleibt das Herz halt da. Nichtsdestotrotz, wenn wir schon mal hier sind, durchsuchen wir nochmal die komplette Bude. Ob sich hier noch irgendwas findet. Das gehört ja zum Abenteuern auch ein bisschen dazu, ne? Dass man halt irgendwie auch mal 2, 3, 4, 5, 12 Mal irgendwo hingeht. Um immer dasselbe zu tun. Kannst mir nicht erzählen, dass in dem Schrank jetzt tatsächlich nichts ist. Na gut. Dann ist das halt so. Wir wollen uns eigentlich auch... Ups. Alles gut.
Wir wollen uns eigentlich auch gar nicht länger hier aufhalten als wirklich nötig. Wohin möchtest du? Ja, wohin möchte ich denn? Auf den Hammerlei. Gehen wir mal zum Hammerlei. Ihr habt es nicht gesehen, drum gehe ich jetzt mit euch nochmal dahin, obwohl ich später sowieso nochmal dahin muss. Ja? Ihr habt es nicht gesehen, weil ich es ja wie gesagt gelöscht habe. Das zweite Video, das es mir ohne Sprache aufgenommen hat, aus irgendeinem Grund. Ich hoffe, das hat sich, wie gesagt, mit dieser Konstruktion hier erledigt, die zwar sehr schlecht aussieht, dafür aber hoffentlich gute Arbeit verrichten wird. Ja. Das lässt sich hier leider alles nicht abbrechen. Wo möchtest du hin? Ich bleibe hier. Ich bleibe hier, ja. Egal. So, jetzt reden wir noch mit dem Kameraden, dann habt ihr es wenigstens mal gehört. Guten Tag, ich gehöre zu den Rebellen, die Funfrock bekämpfen. Zurzeit versuchen wir, über den Hammerlei zu steigen. Übrigens ist unser Anführer Kropfmann gefangen genommen worden. Wenn du dich uns in unserem Kampf anschließen willst, sei willkommen. Geh zu meinen Freunden auf die Rebellioninsel, aber sie werden dich nicht an Land kommen lassen, wenn du unser Erkennungszeichen nicht hast. Eine Piratenflagge mit dem Totenkopfzeichen. Jetzt sagt's mir wieder. Holomap? Dann gehe ich doch mal aufs Holomap. Ich könnte natürlich schon einfach mal so spaßhalber dahin fahren, um zu gucken, was passiert. Seeklares Wasser. Ja. Ich versuche jetzt hier einfach mal was. Obwohl die Zeit eigentlich auch schon wieder fast reif ist, das Video zu beenden. Aber ich habe ja gesagt, ich mache ein paar Minütchen länger. Ich schneide ein bisschen was von dem... Ja, sage mal. So. Ja. Unser letztes Kleeblatt leider verbraucht. Was aber vielleicht gar nicht so wild ist. Vielleicht findet sich ja hier etwas Sinnvolles. Vorne ist eine Selbstschussanlage. Da, da liegt aber was. Was ist das, was da liegt? Irgendwas Eingefrorenes wieder. Und da oben ist auch was Tolles. Ah, das ist so ein Sender oder sowas. Wir gehen mal näher ran, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Da oben ist ein Soldat. Naja, so wirklich sehen tut ihr es nicht. Aber ganz oben rechts am Rand. Ich bilde mir ein. Damit kann ich was anfangen. Oder auch nicht. Hier liegen Minen rum. So wie es aussieht. So. Ich mache jetzt einfach mal was, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Okay. Ja, so einfach wird es, glaube ich, nicht hier. Ich glaube, es ist auch noch nicht Sinn der Sache, hier zu sein. Ich glaube, da sollte ich erst gegen später hin. Ja, und hier wird mit Sicherheit auch rausgeschossen. Oder auch nicht. Aber wie ihr recht deutlich sehen könnt, ich komme hier in dem Moment mal nicht weiter. Ich komme hier tatsächlich jetzt im Moment mal nicht weiter. Deswegen wieder runter hier von dieser Insel.
Ach, was gebe ich für ein Kleeblatt? Hier lang geht's ja auch noch. Lass mal. Oh, eine Mine. Oh, hoi, hoi, hoi. Ah, hier geht's aber ab, ey. Heilige Scheiße. Meine Güte. Okay. Ich gehe. Nee, also macht so keinen Sinn, ne? Oh nein. Oh Gott. Okay, Game over. It's Game over. Okay. Macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ich denke, wir gehen jetzt hier nochmal zu unserem Bötchen und dann müssen wir das Video leider beenden, weil sonst wird es echt zu lang. Aber da haben wir zumindest mal ein bisschen was gesehen wieder. Und wir werden dann am Anfang des nächsten Videos in dieses Bötchen steigen und nur mal so zum Spaß zur Rebellionsinsel fahren, nur um zu sehen, was da passiert. Es hat ja geheißen, wir werden ohne diese Flagge nicht dorthin gelassen. Aber vielleicht sagt uns ja einer, du musst da rein, das holen, bla 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 bla. Und damit wird dann getriggert, dass ich da diesen Alarm auslösen kann. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es an exakt dieser Stelle hier im nächsten Video weiter. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Herzlichen Dank dafür. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder auch einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.